Dass ich mit über 50 mich mit dem Thema Älterwerden auseinandersetze, liegt auf der Hand. Wie ist das aber, wenn man Anfang 30 ist und sich solche Fragen bereits stellen muss, wenn man merkt, man gehört langsam zum Alten Eisen? Mein heutiger Gast bei Mensch Rohr steckt genau in dieser Lebensphase. Es ist der Lukas Flöhler, Goalie bei der ZSC Lions. Herzlich willkommen in meiner prächtigen Loft. Hallo Lukas. Hallo Patrick. Also ist natürlich nur Fake, gell? Ist nicht meine Wohnung, aber es ist eine schöne Wohnung, finde ich, wo wir da hocken. Und vor allem hat es schöne Bilder da von dir, vier. Ja, die eine Frisur habe ich gesehen. Ist ein bisschen... Die da links ist ganz schön. Ja, ich glaube, wie alt bist du da? Ja, ich glaube, das ist so vielleicht 18, 19, aber... Das ist nicht so lange her. Das war noch vor der Erfindung des Schäls. Yes. So ein bisschen die Justin Bieber-Phase vielleicht. Ja, das bist ja ein bisschen für Mädchen damals wahrscheinlich, oder? Nein, ich glaube nicht. Ich bin immer zu gross und zu fest für das. Ja. Ich habe schon ein bisschen geschwärmt für dich wahrscheinlich. Ja, das habe ich also nicht mitbekommen. Du hast nie Gruppis gehabt? Ich glaube, nein. Vielleicht eins, zwei, aber nicht so mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Was für Art Gruppis sind das gewesen? Deren, die hinter dem Stadion gewartet haben? Ja, vielleicht nach dem Training ein Autogramm wollen haben. Im Hockey ist das recht übersichtlich. Also man muss sich das nicht so vorstellen, wie wenn man irgendwie da der Cristiano Ronaldo ist und so. Aber ist das nicht der Frust, weil du halt auch die ganze Zeit eine Maske an hast und immer so einen dicken Panzer vor dir hast, dass man gar nicht weiss, wer du eigentlich bist? Ja, ich glaube, es hat Vor- und Nachteile, aber ich sehe vor allem Vorteile, wenn man irgendwie auf der Straße unterwegs ist, Zürich-Örlichen oder einmal vielleicht ein bisschen länger unterwegs in einer Bar. Kennt einem nicht jeder und kann man sich vielleicht ein bisschen mehr erlauben. Was machst du denn in der Bar in Zürich-Örlichen? Damals, wo wir noch dürfen in die Bar. Bier trinken mit den Jungs, mit den Kollegen. Ich glaube, die Generation mit Segi und so sind wir damals nach dem Match schon noch eins genommen. Ein bisschen Spiel verarbeitet, das gehört ein bisschen dazu. Bist du manchmal auch richtig betrunken nach so einem Abend? Nein, das nicht. Nein. Nach dem Spiel vor allem sowieso nicht. Ist immer eher recht wach noch. Ich als Goalie, glaube sowieso. Und dann ein, zwei vielleicht Bier, Panache. Lange dann habe ich schon, dass man müde wird und sich sehr aufs Bett freut. Aber ist das nicht noch brutal, als junger Mensch so viele Beschränkungen zu haben im Leben? Einerseits wegen dem Sport, also du kannst nicht über die Stränge schlagen und völlig abstürzen. Und andererseits eben, es gäbe grosse Schlagziele, wenn der Lucky Flöhler plötzlich da lustige Sachen macht, zu Örlichen in einer Bar. Ja klar, eben, das ist man sich sicher bewusst, dass man ein bisschen die Öffentlichkeit ist und ein bisschen aufpassen. Aber eben, wie vorher gesagt, es ist auch im Eishockey noch recht übersichtlich. Also man kennt die Regeln und man ist da irgendwie nicht jeden Tag hat es 10 Paparazzi, die hinten anrennen. Also, schon, aber wenn dann jetzt wirklich mal über Stränge wird schlagen, gäbe es vielleicht schon Schlagziele, oder? Ja, man muss sicher aufpassen. Es hat sicher auch ein, zwei Beispiele gegeben. Eishockey, ich kann jetzt nicht gerade eins sagen, aber eben, ich habe mit diesem Handy schnell ein Bild gemacht. Muss man schon schauen, dass man ein bisschen ein Vorbild ist. Ich glaube, ich bin jetzt schon über 30, wird man natürlich auch nicht der sein, der am dümmsten tut und dann es noch in der Öffentlichkeit. Aber fühlt man sich dann ein bisschen eingeschränkt im Leben, gerade als junger Mensch? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nie wirklich eingeschränkt gefühlt durch das. Ich glaube, man hat einen Vorteil durch das, wenn man in der Öffentlichkeit ist, vielleicht mal einen Kontakt, wenn man mal in ein Restaurant kommt oder etwas Neues kann erleben kann. Und es ist eben ein bisschen Vor- und Nachteil und ich habe es nie als negativ betrachtet. Du hast sehr diplomatische Antworten. Lernt man das in deiner Position oder bist du einfach so ein ausgewogener Mensch? Gute Frage, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich das gelernt. Früher habe ich nicht so gerne Hausaufgaben gemacht und meine Mutter musste mir erklären, wieso, warum. Vielleicht habe ich dort die diplomatischen Texte ein bisschen bekommen. Aber nein, es ist wirklich, ich habe das irgendwie, weiß auch nicht, gelernt nicht. Wir haben ein Schulungen gehabt, ist okay, über Medienarbeit. Und was lernt man da? Ja, nie schlecht gegen den Trainer reden, nie schlecht gegen die Mannschaft reden, das ist schon mal das Erste, was man nach langweilig. Nach liest man eine Zeit, die Trainer redet schlecht über einen, also bringt es eigentlich auch nicht, das ist sehr einseitig. Und sonst, was lernt man noch, also, was man eben ausgewogene Antworten soll geben zu Sachen, dass man ja keine Schlagzeilen produziert? Genau. Ich glaube, vor allem im Eishockey ist die Playoff-Phase sehr wichtig. Während der Saison spielt man gegen verschiedene Teams und die Zeit geht schnell vorbei, aber in der Playoff hat man innerhalb von 2 Wochen 7 Mal vielleicht gegen einen Gegner. Und da wird man nichts preisgeben über Verletzungen von einem Teamkamerad, über sich selber, keine Schwäche zeigen in den Medien. Das wird natürlich gerade aufgesogen vom Gegner und dann die Strategie anpasst. Ich glaube, dann ist es sehr wichtig, dass man nicht eine falsche Aussage macht. Wann weiss ich denn als Journalist, dass ich mit dem richtigen Lukas Flöhler rede? Ja, ich glaube jetzt sind wir ja... Aber er hat auch eine Schere im Kopf und sagt, Achtung, aufpassen, nicht das sagen, nicht das sagen, nicht das sagen. Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich glaube, ich kann da recht offen sein. Ich habe nicht irgendwie das Gefühl,
dass ich jetzt mich jetzt verstellen müsste mit diesen Fragen. Es haben ja bei diesen fünf Bildern, die da stehen, nicht alle so lässige Frisuren wie du da links. Der rechts hat gar keine Frisur. kannst du dir vorstellen, warum der Rem in der Galerie ist auf dem Tisch da? Ja, wahrscheinlich die aktuelle Situation. Ja. Mhm. Lebenstyp ja auch uns im Sport immer mehr, vor allem das Thema Zuschauer. Ja. Mhm. Es ist mühsam, ohne Zuschauer zu spielen. Es fehlt schon etwas. Die Emotionen, es ist ganz anders. Ich habe die ersten 1-2 Spiele gedacht, dass so können wir nicht spielen, unmöglich. Mhm. Aber irgendwie wie der Mensch ist, jetzt haben wir schon 20 Spiele so gespielt und wir gehen genau gleich wie jedes andere Spiel. Wir sind Job gemacht, aber es ist natürlich, es ist ja, die Emotionen. Es ist, wenn wir hinter dem Goal den gegnerischen Fan sehen, Stinkefinger zeigen und alles, das motiviert, das gehört dazu. Und das ist, findest du lässig, wenn man so macht? Ja, das, dann ist man schon so ein bisschen, ja, dann ist man extra motiviert. Und das ist alles nicht dumm, aber ja. Nicht nur den Stinkefinger zeigt. Was motiviert dich denn jetzt, wenn du auf dem Eis bist? Ich bin sehr dankbar, dass wir irgendwie, es klingt so kitschig, aber ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich momentan mit den Jungs in der Garderobe noch, ja, jeden Tag in die Garderobe arbeiten. Kein Homeoffice. Ja, genau, für irgendein Ziel irgendwie, ja. Mhm. Wenn man da mit Kollegen vom Umfeld, die nicht Eishockey-Spiele oder Sport machen, die sind den ganzen Tag zu Hause und es ist auch nicht immer einfach. Ja, wir können immer, natürlich mit Schutzkonzept, dass ich das jetzt genau das wichtig gelernt im Interview. Du weißt ja schon, was es heisst, eine Maske zu tragen, genau, ja. Nein, aber das ist, also ich bin, das motiviert momentan extrem, mit der Mannschaft können sein und zusammen noch Spiel spielen. Der Spielplan ist recht durcheinander geraten durch Corona. Wie ist das, wenn jetzt manchmal so ganz viele Spiele hintereinander spielen? Das macht ja etwas mit der Kondition von dir. Ja, das merkt man schon. Eben, wir sind bei ZSC 2 Goalie, das heisst, wir wechseln sowieso ein bisschen ab. Ich glaube aber, ja, für die einen Spieler ist es schon sehr hart. Für unsere Top-Jungs haben sehr viele Minuten. Und ich glaube, dann sagt der BB, ja, wird dann ein bisschen grösser, eher Verletzungsgefahr. Sicher nicht nur optimal, ich glaube, das dürfen wir so sagen, aber reklamieren sollte man auch nicht in dieser Zeit, darum ja, akzeptieren. Reden wir noch mal kurz über einen Mann ohne Frisur, wo ja in der Schweiz ein für Corona steht. Ihr seid ja schon zweimal in der Quarantäne als Mannschaft. Wie ist das, so Quarantäne zu verbringen? Ja, die erste ist eigentlich noch ganz, die erste Quarantäne. Ich glaube, da ist jeder, da lernt man sich ein bisschen kennen, weiss, was man irgendwie mal einkaufen oder jemand muss für jemanden einkaufen. Das war eigentlich noch interessant, das ganze Mal erleben. Die zweite war dann extrem langweilig. Aber du bist krank geworden. Du hast Corona. In der zweiten, ja. Genau. Ja. Und wie ist das gewesen, Corona zu haben? Ja, es war blöd für mich. Mein Saisonstart ist, ja, ich habe 2 Spiele verloren, dann nicht so gespielt und dann habe ich eigentlich eine gute Phase gehabt. Dann geht man in die 2 Quarantäne, hat Corona, es rührt einem ein zurück. Das ist natürlich aus sportlicher Sicht recht ärgerlich für mich. Was hat es gemacht mit dir, Corona? Ich hatte ja, Grippe, 3-4 Tage Fieber und nachher irgendwie so, weil ich dachte, jetzt bin ich über den Berg, jetzt ist gut, jetzt kann ich wieder anfangen zu trainieren. Dann irgendwie wieder eine Woche flach gelegen. So ein das Wellen-Ding ist noch speziell. Habe ich auch gehabt. Ich habe auch Corona gehabt. Also ist bei dir auch so auf und ab gegangen. Genau, ja. Und immer dann denkst du, ah, jetzt ist gut, machst du bumm, und dann ist wieder flach. Und was ist denn die zweite Welle gewesen? Also was ist denn gekommen nach der Grippe? Einfach keine Energie mehr. Ja. Also wirklich Mühe. Wir haben gar nicht gross Sport gemacht. Wir haben jetzt so ein Programm bei uns, also du bist eigentlich 10 Tage in Quarantäne. Aber dann tun Sportler, Spitzensportler nur mal 5 Tage eigentlich nicht 100% trainieren, sondern wir so zuerst mal 20 Minuten aufs Velo, dann 30 Minuten, dann ein bisschen Intervalltraining. Und ja, dort habe ich schon gemerkt, irgendwie, also ich bin ja wirklich über die Stufen hinweg, wo du musst wie eine abschliessen, dass ich die 2 kannst. Und das 20 Minuten Velo war bei mir irgendwie schon gut gewesen, dass ich am Abend wieder flach gelegen bin. Und darum ist das ein bisschen, hat sich das ein bisschen rausgezogen. Und hat sich recht hingezogen, das Ganze. Und bist du alleine in Quarantäne gewesen? Nein, ich war mit meiner Freundin gewesen, aber sie ist negativ gewesen. Das heisst, ich war in Isolation gewesen, sie war in Quarantäne gewesen, weil wir in Kontakt sind voran. Aber hat sie mir einfach das Essen vor das Zimmer gestellt, also ganz speziell. Also, du bist daheim gewesen, in deinem Zimmer und hast das Zimmer nicht dürfen verlassen. Genau. Sie hat dir das Essen hergetan, wie einem Strafgefangenen, hat geklopft und gesagt, Luki, es ist parat. Dann bist du raus, hast die Zelle genommen und nachher wieder rausgestellt. Genau, ja. Ja, sie war in Quarantäne gewesen, hat man das glaubt. Ja, und ich war in Isolation gewesen. Und ich meine eben, das hast du auch erlebt. Du willst es ja eigentlich am Anfang, eben Corona. Und dann hast du es plötzlich selber. Und ich habe dann schon die Einstellung bekommen. Also, man will wirklich nicht, dass jemand Corona hat. Also, sowieso nicht, aber man ist sich wirklich bewusst, man muss alles machen, dass man nicht jemand anders ansteckt. Und darum haben wir auch gesagt, also ich bleibe jetzt wirklich im Zimmer und wir gehen auf Abstand. Und ja, zum guten Glück ist sie negativ. Ja, aber dann traust du doch durch. Wenn die, wie lange bist du im Zimmer gewesen? 10 Tage? Ja, oder? Schon 10 Tage. Ja. Was machst du den ganzen Tag? Du als junger Mensch, aktiver Mensch, sportlich aktiver Mensch? Ja, es ist wirklich ein Seich. Das Glück war, dass das Zimmer noch einen Balkon hatte, einen eigenen. Da habe ich meistens noch die frische Luft. Ja.
Aber ja, was macht man heute? Netflix, schlafen, Netflix, ja. Ist auch langweilig gewesen. Ja, also ich bin schon jemand, wo das, wenn ich irgendwann einmal zwei, drei Serien geschaut habe, dann ist dann auch gut und dann würde man gerne wieder etwas anderes machen. Wann bist du zurück oder wie bist du zurück auf das Eis, wo du nachher auf das Eis bist? Hast du wieder mögen einigermaßen oder bist du schlapp gewesen am Anfang? Schon noch schlapp gewesen. Mhm. Das Goalie ist immer ein bisschen seich. Als Goalie, als Spieler, wenn ich, da kannst du einfach mal mitmachen und dann gehst du nach 5 Minuten. Oder? Mhm. Und als Goalie hat es 2 Goalie im Training, wir haben ab und zu 3 und dann musst du irgendwann am Trainer sagen, ich bin jetzt wieder dabei. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Eben, willst du ja immer ein Zeichen geben, ich will dabei sein, aber kannst du noch nicht. Und dann bist du ein bisschen länger auf der Seite aus, wie halt so ein Goalie fällt im Goal. Und dann ist dann doch eine Woche gegangen, bis ich eigentlich wirklich wieder voll mittrainieren konnte. Krasse Situation, apropos 2 Goalie. Das ist ja, glaube ich, nicht immer so gleichlässig, oder? Wenn man so einen Konkurrenten auf sich hat. Mhm. Man ist immer ein bisschen im Wettbewerb. Mhm. Wie hat sich das bei dir gependelt? Ganz am Anfang hast du ja ein Idol von dir neben dir gehabt, der Ari Sulander. Und nachher warst du irgendwann du der Hero gewesen und plötzlich sind das Zweite wieder. Ich habe mal ein Interview gesehen von dir, wo ich gespürt habe, dass du es nicht so lässig findest. Ja. Ja, ich ist jetzt ein schönes Lachen gewesen. Ja. Ich bin gespannt, was das für ein Interview gewesen wäre, aber ja. Ein lustiges. Ein lustiges. Ja, es ist, ich keine Ahnung, es ist wahrscheinlich so eine Online-Sendung. Okay. Und du hast dich dort so ein bisschen genervt nach der dritten Frage, habe ich den Eindruck gehabt, weil dir das Thema, glaube ich, ein bisschen genervt hat. Okay. Mhm. Ja, eben, es ist ein Thema, das halt dazu gehört. Eben, wie ich vorher erklärt habe, im Training so jetzt ein Match, es hat 1 Goal, da steht 1 Goal drin. Mhm. Ich habe natürlich das Ziel im Goal sein. Ich will spielen, das ist das, was mir Spass macht. Ich bin nicht der, der gerne stundenlang ganz rum trainiert im Kraftraum. Ich liebe Hockey, ich liebe spielen. Und wenn er auf der Bank muss sitzen, ich habe gesehen, hat er auch ein schönes Bild schon da. Gell? Vom Stühli, Corona-Stühli. Ja, das kützelt einem, dann wird man natürlich spielen. Aber handherum kommt natürlich auch immer der Kampf, die 2 Goalies, das kann ganz unterschiedlich sein. Und ich darf wirklich sagen, bei uns, der Ludo ist ein junger Goalie mit auch schon gewisse Erfahrung. Und wir sind wie so mit dem Goalie-Trainer, mit dem Stefan Siegfried, sind wir so ein Dreier-Team. Haben auch viel allein Training, allein Videos. Also das muss man sich wirklich wie ein Team vorstellen. Das ist also nicht, dass man sich da gegeneinander... Also ja, aber sind ihr jetzt Freunde? Ich würde sagen, wir sind Freunde, ja. Im Ernst? Aber gleichzeitig auch Konkurrenten? Ja, das geht. Wie ist das für dich, wenn man sich für ihn entscheidet und nicht für dich? Zwackt dich das dann innerlich? Ich glaube, wenn man sich irgendwie erklären kann, wieso in dem Moment, dann ist eigentlich nie ein Problem. Oder? Das ist so, wenn jetzt er spielt, hat ein super Spiel gehabt, gewonnen. Unser Trainer tut nicht gerne wechseln, wenn er erfolgreich spielt. Dann kann ich mir erklären, gut, er hat gewonnen, meine Chance kommt wieder. Das belastet mich nicht so. Ich glaube, es nervt einen mehr, wenn man dann spielt. Und dann verliert man irgendwie in der Overtime wie letztes Match. Und dann ist man so, jetzt hätte ich gerne gewonnen. Es wäre jetzt sicher auch für den Konkurrenzkampf geholfen. Ich glaube, den Ehrgeiz habe ich. Und es wäre auch nicht gut, wenn ich den nicht hätte. Und das Fiesen ist, er ist jünger als du. Du hast vorher gesagt, er ist ein junger Kollege. Du bist eben, ich habe es ganz am Anfang gesagt, von dieser Sendung, du kannst langsam zum alten Eisen mit 32 in dem Sport, den du machst. Plagt dich das manchmal? So das Gefühl, jetzt rutschen die Jungen langsam nach. Und ich bin eben ein alter Knochen, habe noch Corona gehabt, es sieht nicht mehr so gut mögen. Was macht das mit einem in deinem Alter? Ich glaube, es ist so ein Prozess irgendwie. Also, man ist irgendwie jung, alles, wenn man so ins Hockey kommt, ist alles wow, unglaublich, die grosse Bühne. Nachher kommt so die Phase, wo man irgendwie einfach mit dem Flow geht und es extrem schön ist. Und jetzt merke ich, so kommt die Phase, wo ich merke, ich habe viel Erfahrung können gehen und ich muss wie die nutzen, um meine Leistung zu bringen. Und irgendwie so, es nervt mich nicht wegen meinem Alter, aber trotzdem so ein bisschen. Also 2-3 Jahre liegen schon noch drin. Ich glaube, jetzt kommen wir mehr in die Phase, wo man so nicht in 10 Jahre plant, eine Karriere, sondern so, ich könnte nochmal ein Jahr. Kleiner Schritt, ein Jahr anhängen oder genau, 2 Jahre anhängen. Ja. Ist das nicht noch brutal, wenn einem das Anfang 30 passiert? Eben, ich bin Anfang 50, ich darf mich jetzt langsam mit der Pensionierung auseinandersetzen. Nein, aber in ein paar Jahren dann. Und bei dir ist jetzt auch so eine neue Lebensphase, fährt an. Und es ist ein Abschied. Was macht das mit dir, wenn du verwachst am Morgen? Ja, und merkst du, ist nicht so meinen Tag heute. Es sind natürlich Ängste generell, also Ängste, aber so Gedanken, die man sich macht, jetzt nicht wegen der Situation bei Zürich oder einem Konkurrenzkampf, aber generell, ich spiele seit 5 Hockey. Irgendwie wird man als Mensch auch definiert dann durch Hockey, automatisch, nur schon in der eigenen Familie. Ich komme nicht aus einer Sportfamilie, aber trotzdem meine Eltern haben Freude, wenn sie mal, also mein Vater kann einen Match schauen, meine Mutter ist jetzt nervös. Wieso hat sie nicht gerne, wenn du verlierst, oder? Sie ist einfach zu nervös im Stadion, sie kann nicht im Stadion schauen. Noch nie ein Match von mir. Nicht im Ernst? Nein, sie ist nur schauen, wenn ich an meinem Ersatzgoalie bin. Das ist mal. Okay. Ja, und
Aber du hast vorhin gesagt, Ängste kommt dann langsam auf. Ja, was sind genau, das oder es ist natürlich die Ängste, wie wird man dann wahrgenommen nach dem Hockey im Umfeld, in einer Beziehung, all die Schulterklopfer. Ich sage immer, etwa 9 von 10 Leuten in einem Hockey-Umfeld oder in einem Sportumfeld sind die, ja, kommst, Leute, ist man dann an, kein Problem, cooler Typ. Und ja, eine Woche nachdem, dass man aufgehört hat, ja, meldet die sich nicht mehr so. Ich glaube, das habe ich auch, also das habe ich selber noch nicht erlebt, aber das gehört man halt von Leuten, die aufhören mit Spitzensport. Bin ich noch jemand ohne den Sport? Nachher genau. Quasi und ohne das Hockey? Läutet mir nachher noch jemand an? Bin ich noch interessant, so mitgeladen werden? Genau. Wie unterscheidest du dann, was sind die richtigen Freunde, was sind die Schulterklopfer und wer nützt mir jetzt gerade und wer verliere ich wahrscheinlich? Also, das kann ich jetzt noch nicht einschätzen, oder? Ich glaube, das sieht man dann nachher. Ich bin immer so der Typ, ich freue mich auch mega auf die Phase, die kommt nach dem Hockey. Ich habe einen gewissen Respekt. Es ist, wenn man seit 5 etwas leidenschaftlich macht, findet man etwas. Das ist, glaube ich, der grösste Punkt bei mir. Finde ich wieder etwas, wo ich so viel Leidenschaft gehabt und so viel Energie und Freude wieder. Ich meine, es sind dann doch noch 30 Jahre, wo man auch muss arbeiten oder Geld verdienen. Und das ist so das. Ich will nicht einfach, ich glaube, ich habe wie so die Erwartung an mich selber, dass ich wieder etwas finde, wo ich voll dahinter stehe und auch leidenschaftlich. Dann wäre der Moment, um eine Familie gründen zum Beispiel, oder? Wäre eine gute Idee, ja. Also, ja, haben wir schon darüber geredet? Ist immer ein Thema. Ich glaube, ich bin 32, aber momentan ist es nicht das Thema. Aber warum? Ja, vielleicht eben zuerst mal das Hockey, die Beziehung Hockey noch ein bisschen geniessen. Was sagt die Freundin zu dem Thema? Sie findet es mega lässig, unterstützt mich mega. Nein, Kind meine ich. Ah, Kind? Ja, ist sicher auch sehr positiv dafür eingestellt, dass wir das mal irgendwann eine Familie haben. Das klingt nach einem Plan. Also ihr habt schon den Plan, eine Familie zu haben irgendwann. Ja, definitiv. Wir sind beides Familienmenschen. Kommen aus einem Familienhaus und sind sehr glücklich, wenn wir das einmal dürfen. Zuerst noch heiraten. Gibt es da Pläne? Verlobt sind ihr schon? Ja, genau. Ja, im 22 ist das geplant. Kommt auch ein bisschen auf das Bild rechts drauf an. Wenn der Herr Berse sagt, wir dürfen wieder, dann würde ich heiraten. 22 würde ich das machen. Wie dann so richtig schön in Weiss? Und ja, das ist alles noch. Das Lokal schon. Dass ich dir das hier als erstes erzähle. Nein, das weiss ist Freunde noch nicht. Aber andere wissen noch nicht. Nein, das ist deine Chance. Nicht. Du musst noch nicht allen anrufen. Nein, ist gut. Ich tue das dann schön. Haben das Lokal schon reserviert? Das ist alles noch kein. Dann komm jetzt. Das ist alles noch kein. Das ist die Sendung, um einfach mal zu erzählen. Nein, das ist jetzt wirklich also top secret. Gut, sag mal noch Frühling, Sommer, Herbst. Sommer. Sommer. Wo? Ja, nein, das ist gut. Gut. Lassen wir das Thema. Reden wir über Sport. Ja. Liter mehr, gell? Beziehungsweise, ich finde, spannend ist ja, du hast vorher gesagt, jetzt muss ich etwas finden, wo ich die gleiche Leidenschaft entwickle. Und man spürt ja, dass du dich ein bisschen vorbereitet hast. Du hast einen Bachelor gemacht zuerst und jetzt auch einen Masterabschluss in Wirtschaft als Betriebswirt. Das zeigt dir, dass du nachher weitermachen willst. Und du schaffst jetzt auch. Also, du schaffst sowieso als Goalie, aber du schaffst daneben auch seit Anfang Jahr bei einer Versicherung. Was machst du bei dieser Versicherung? Ja, wie gesagt, ich durfte ein Studium machen. Wir waren 2-3 Hockey-Jungs, der Giannoni, Bodemann und ich. Wir haben das Studium durchgemacht, 9 Jahre lang. Ich dachte, jetzt fangen wir mal an. Und dann ist plötzlich 9 Jahre vorbei und mega froh, dass man mal anfängt. Weil wenn man dann mit 30 anfängt, dann ist man doch dann gleich mal 40. Ja. Also. Das haben wir nebenberuflich gemacht, als Fernstudium. Und die Zeit mega genossen auch. Wir waren immer eine Klasse mit Leuten, halt nicht vom Sport. Und dann hat man ganz andere Probleme als jetzt im Match. Und hat sich irgendwie niemand gross interessiert, ob es Match ist oder nicht, sondern ob man eine Prüfung gelernt hat. Und ich habe das, der Ausgleich hat mir immer gut getan. So mal den Kopf in ein anderes Umfeld tun, nicht immer all nur über Back und Goal und alles so Sachen reden. Und jetzt im 19. fertig geworden und jetzt im 20. gedacht, jetzt muss ich mir mal so, es wäre schön, mal können noch jemand hineinschauen. Und Swiss Life ist ein Sponsor bei uns, wird der Namensgeber vom neuen Stadion. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich eine lässige Chance, in so ein grosses Unternehmen hineinschauen. Und was machst du jetzt dort? Ich bin Projektcontrolling. Das tönt jetzt grausam. Technisch? Technisch, ja. Und ich bin ja erst seit 2-3 Wochen dort. Also, was macht man als Projektcontroller? Erzähl mal. Ich glaube, man tut die Steuerung von Projekten finanziell und auch strategisch. Ja, planen, begleiten. Glaubst du? Ja, ich will es da nicht. Ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen frech nach 2-3 Wochen. Und ich bin auch nicht jeden Tag dort schon da zu reden. Aber es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und man sieht es eigentlich jeden Bereich. Und das ist mir so genau das Ziel von mir. Mit dieser Leidenschaft, die ich vorher angetönt habe, jetzt schon so in einen Bereich hinein. Und ich will das werden. Wie will ich das wissen, wenn nicht alles mal gesehen hast. Aber kann man bei so Zahlen, sagen Sie eben Projektcontrolling, klingt jetzt nicht nach einem wahnsinnigen Thrill, kann man dann Leidenschaft entwickeln für das? Sehr, ja. Im Ernst? Ja, so ein grosses Unternehmen wie Swiss Life hat natürlich
extrem viele spannende Projekte, ja. Viele Leute, ja. Von sagt das jetzt HR, IT und alles. Mhm. Ich tue jetzt alles, was ich die ersten zwei Wochen gelernt habe, das tut das grausam gescheit. Redet in einem halben Jahr noch. Ja, eben. Oder an deiner Hochzeit nächstes Jahr. Ja. Aber ja, durch das sieht man überall klein. Und, also ja, ich kann definitiv Leidenschaft entwickeln. Und ich bin wirklich irgendwie sehr glücklich, bin ich eines Teams gekommen, ein kleines Team bei der Swiss Life, wo es auch so ein bisschen der Drive hat, so als Team, als kleines Team zusammen etwas erreichen, er hat so ein bisschen seine Aufgabe und ich bin jetzt halt wie mit 18 zur ZSC gekommen, keine Ahnung. Du bist der Rookie jetzt. Der Rookie, ja. Ja, aber schon noch krass, also jetzt bist du eigentlich ein Star, bist seit bald 13 Jahren beim ZSC, also wirklich dem Club treu, man kennt dich, du hast deinen Platz, jeder weiss, wer du bist und jetzt fährst du einen riesen Betrieb an, als ganz, ganz, ganz kleine Nummer, in einem kleinen Team, im Controlling, das ist schon einmal ein grosser Wechsel. Wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst weg vom Eis, du bist dann irgendwann fertig und nachher fährst du wieder ganz unten an. Was macht das mit dir? Ich glaube, das gehört dazu. Das habe ich überhaupt kein Problem, mich uneinordnen. Das habe ich gelernt im Sport. Ja, wenn ich kann jetzt sagen, seit 5, seit 27 Jahren spiele ich Eishockey. Ist ja klar, dass man da irgendetwas lernt, ein bisschen Sachen mitbekommt, sich Skills aneignet. Ja, jetzt bin ich in einem Büro, wo die einen jünger sind als ich und viel mehr wissen. Und das ist überhaupt kein Problem. Ich bin froh, wenn sie mir etwas zeigen, ich kann etwas lernen. Dass, dann, also mit dem Unterrat habe ich noch nie ein Problem gehabt. Und ja, jetzt auch im anderen Leben nicht. Dass du jetzt schon einen festen Teilzeitjob hast, lass dich darauf schliessen, dass du wirklich mit dem Abgang auseinandersetzt. Heisst das, du hörst Ende Saison auf oder nächste Saison? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist mir wichtig. Ich habe etwas gesucht, wo mir das Hockey null beschränkt, sagt man das richtig? Beschränkt. Wo mich im Hockey einschränkt. So genau. Ich liebe Hockey, ich bin Hockey-Profi und ich möchte meine Leistung 100% können bringen. Das heisst, das gehört halt im Sport auch dazu. Da werden wir immer ein bisschen belächelt, dass man einmal einen Mittagsschlaf machen kann, dass man sich nach einem Spiel einmal holen kann, dass man mal in eine Massage kann. So Sachen, die vielleicht für jemanden nicht so verständlich sind, wenn man nicht im Sport ist, aber das gehört dazu. Eben momentan mit 3-4 Spielen wegen Corona. Und ich darf sehr flexibel sein im Job. Das heisst, ich kann mal am Nachmittag ein bisschen Homeoffice machen und so passt das perfekt. Und das ist auch abgesprochen mit dem Club, weil eben, ich habe ganz klar gesagt, ich bin Hockey-Profi, 100%. Es darf nichts ins Hockey reinkommen, was mich dann in das Spiel wieder ablenkt. Wie lange bleibst du noch bei der ZSC Lions? Ich habe einen Vertrag bis Mitte 2022. Also das ist nächstes Jahr. 22, ja. Dann nach der Hochzeit und dann? Das ist offen. Ja, das ist wirklich offen, was die Hockey-Zukunft bringt. Das heisst, du wirst schon noch mal gerne 3 Jahre anhängen? Ich glaube, wenn ich ehrlich bin... 2 Jahre. Ja, als Goal ist immer so, es hat 12 Positionen, 24, wenn wir jetzt mit 2 Goalie pro Team rechnen. Und das sollte ich jetzt nicht sagen aus taktischen Gründen, aber ich möchte eigentlich schon meine Karriere bei ZSC beenden. Ich bin jetzt schon seit 14 Jahren bei Zürich. Es ist eine unglaublich schöne Zeit und man fängt sich auch ein bisschen in die Organisation, in den Club, das klingt jetzt auch wieder kitschig, ein bisschen verlieben, aber es ist wirklich so, man kennt die Leute, man kennt die Halle. Ich will sehr gerne meine Eishockey-Karriere irgendwann bei ZSC beenden und die Gespräche haben noch nicht stattgefunden, mal schauen, wie das scheinbar eben. Aber wie sind die Signale? Also sagen wir mal, wir wollen dich mit 33 noch mal 2-3 Jahre oder was läuft im Moment? Das kann ich nicht beurteilen, ich glaube, das liegt das Einzige, was ich kann. Reden bringt nichts, alles bringt nichts, ich glaube, wir müssen einfach gute Leistung auf dem Eis und im Training bringen, auf mich würde ich mich eigentlich gar nicht fokussieren. Jetzt hast du natürlich schon ein bisschen eine schwierige Ausgangslage geschaffen. Jetzt hast du gesagt, ich will bleiben. Das heisst, Vertragsverhandlungen laufen dann natürlich so, dass sie sagen, okay, du willst bleiben, wir geben dir einen billigen Vertrag. Bleib. Ja, eben, ich glaube, das ist immer so ein bisschen im Sport. Oder? Ich habe auch seit ein paar Jahren keinen Agent mehr. Eigentlich tut man Spiele generell nicht mit dem Clubdirektor. Das macht man immer über Agenten. Dann, das ist ein bisschen verrückter. Und ja, eben, aber wenn man seit 14 Jahren bei Zürich ist, ich kenne die Leute, sie haben mir so viel ermöglicht, sie haben mir Sachen versprochen, die sie eingehalten haben, was heute im Sport auch nicht mehr immer so ist. Darum, ich glaube, das ist nicht irgendwie, es geht jetzt nicht darum, so das Maximal rauszuholen oder so, es geht darum, dass es für beide Seiten stimmt. Und wenn sie irgendwann sagen, du, jetzt ist aber langsam Zeit da, einen Jüngeren anzuziehen oder so, dann liegt es an mir, ihnen das Gegenteil beweisen mit harter Arbeit oder gutem Spiel. Aber es ist immer so eine Kommunikation, glaube ich, die dann irgendwie für beide Seiten schlussendlich muss stimmen. Du hast vorhin gesagt, du bist fast ein verliebt in Club. Und mich denkt es wirklich, das ist eine Beziehung, die du hast mit dem Club. Und du bist ein sehr treuer Mensch, eben 14 Jahre sind wir in Zürich. Und du hast deine Maske, sagt man, man sagt nicht Helm, mitgenommen. Mhm. Und das ist ja nur ein spezieller Helm oder eine spezielle Maske. Mhm. Darauf ist ein Mann am Rauchen, ein älterer Herr, über 70, 74, der Schrägen, der Materialwart.
von der ZSC Lions. Was hat ihm die Ehre verschafft, dass er bei dir auf die Maske darf? Ja, es ist so, wir haben einen Spieler unterschrieben, das hole ich ein bisschen aus. Der Christian Marti ist ein Verteidiger bei uns, der ist seit ein paar Jahren bei uns und der hat immer meine Ausrüstung kritisiert. John, da tun wir auch selber designen, die Maske gehört auch dazu. Und hat immer gesagt, du, also, Flüeli, das langt nicht, Nazia, das, du siehst aus wie ein Amateur-Goalie. Da habe ich gesagt, ja, mach es doch du für mich. Und ab jetzt macht er eigentlich mit mir zusammen, tut er immer meine Schoner-Design und Maske-Design. Und jetzt haben wir gesagt, die letzten zwei Jahre im Hallenstadion, das Jahr und nächstes Jahr ist dann wirklich das letzte. Mhm. Wenn wir noch ein bisschen, ja, jemandem auch Danke sagen und haben uns das ja für den Schräge entschieden. Mhm. Er war früher Reismeister gewesen und 1972, glaube ich, Materialwart geworden bei ZSC, also schon fast 50 Jahre dabei. Und ich glaube, wenn man 50 Jahre mit so Hockeyspielern den ganzen Tag mal rumschlagen, hat das auch ein gewisses... ja, einen gewissen Respekt und ja, über ihn könnte man 100 Geschichten erzählen. Wie hat er reagiert, als er sich gesehen hat bei dir auf der Maske? Ich glaube emotional auf seine Art. Ja. Das ist schon fast ein Ausbruch. Das ist also wirklich extrem. Also das ist schon ja. Und was sagen die anderen, wenn sie darauf sehen? Also wie reagieren deine Kollegen auf das? Ja, ist noch spannend. Wir haben jetzt doch viele Spieler, die mal bei Zürich gespielt haben, den Schrägen auch kennen, aufgehört haben jetzt oder in anderen Teams spielen, haben extrem viele SMS geschrieben, so, hey, so cool, Flüeli, mega lässige Idee, hat er verdient, der Schräge, oder? Einfach so müssen lachen, wie dann all die schrägen Geschichten wieder ein bisschen in den Sinn kommen. Was macht er denn so eigen? Ich glaube, ich mache eigen, dass er alles für die Spieler macht, wirklich sehr viel Krampf hat für die Spieler, aber immer ein bisschen auf eine hässige Art. Also so ein bisschen, er macht, eben, so ein bisschen, er hat immer die Distanz, nicht Kollegen, obwohl es eigentlich Kollegen sind, aber immer so ein bisschen mit ein bisschen zusammenschießen und ein bisschen waffeln. Und, ja, so ein bisschen. Merkt man dann, ob er einen mag oder nicht? Ja, ich hatte ich den Vorteil ein bisschen gehabt mit dem Sulander vor mir. Der Sulander hat eine gute Beziehung mit dem Schrägen gehabt. Und dann hat er irgendwie, ich glaube, Goalie hat er immer so ein bisschen speziell geschaut. So ein bisschen, ja, dass Goalie dann das Fassenfläschchen am richtigen Ort steht, die Händchen trocknen in der Pause. Also wirklich so ein bisschen Kleinigkeiten. Er kümmert sich wirklich um das. Merkt man, glaube ich. Ja, und er hat so einen Gruß, den er so mit dem einen kleinen Finger. So sagt er amigs so, ja. Also so, so. So ja. Wenn er den macht, dann ist man, glaube ich. Dann ist man geahnt und dann weiss man es. Und das ist noch wichtig, denke ich, oder? Mit dem Materialwart ein gutes Verhältnis zu haben. Ja. Unglaublich, schöne Geschichte. Du hast ja mal einen Goalie-Trainer gehabt, der allererste, den du gehabt hast, der Dani Hüni. Der hat mal gesagt, das habe ich noch fies gefunden im Interview, du bist daneben gehockt, bist leicht verlegen worden. Du siehst halt nie ein grosses Talent gewesen. Wie ist das, wenn der erste Trainer einem das so platsch ins Gesicht sagt? Ja, das ist Talent. Das Talent ist ein Thema, das mega viel angesprochen wird im Sport. Ich glaube, als Kind kann es ein Vorteil sein, wenn man talentiert ist, dann ist man die Auswahl. Es kann aber auch ein Nachteil sein, wenn man dann faul wird. Ich glaube, für mich ist das Talent... Du hast einfach immer Wellen. Ab 5 hast du wollen Goalie werden, oder? Immer wollen Goalie werden, ja. Und nachher sagt er dir, aber Talent hat er leider keins gehabt. Ja, aber dafür bin ich gross gewesen. Und das hat, glaub, hat auch geholfen, dann haben sie mich kennenlernen machen. Ich glaube, ich bin einfach immer grösser gewesen. Also, das hat geholfen. Hilft schon. Aber wie ist das, wenn jetzt eben so jemand, dein erster Wegbegleiter, professionell, dir sagt, ja, grosses Talent ist er nicht gewesen? Spornt dich das an? Enttäuscht dich das? Bist du verschrocken, als du das gehört hast? Nein, überhaupt nicht. Mit dem Hüni bin ich früher so mit 7, 8 in so einer Goalie-Schule mit einem kleinen Eis. Bin ich viel trainieren und dann ist es nie um Talent gegangen oder alles, sondern um Spass, um hart zu arbeiten, eben Ende vom Training. Das ist in dem Bericht dort auch vorkommen. Und Wochenparaden oder 10 Pack, ein Duell gegen ihn. Wenn er 5 macht, hat er gewonnen, sonst du. So Kleinigkeiten. Und ich glaube, es ist nicht ums Talent gegangen. Oder jetzt. Und genau das gleiche Training hat er gemacht, wenn jetzt nicht eine Nationalmannschaft-Goalie gekommen ist oder ein Jungen oder ein Amateur-Goalie. Hat alle genau gleich behandelt. Genau. Und darum ist Talent eigentlich gar nicht so... Ob man jetzt ein Talent ist oder nicht, ist gar nicht so wichtig, sondern der Spassfaktor. Hat er dich am Schluss zu dem gemacht, wo du heute bist? Oder bist du das selber gesehen? Welchen Anteil hat der Trainer, welchen Anteil hast du? Ich glaube, Trainer hat man mega verschiedene. Also sagen wir, dass ein Goalie-Trainer ist er sicher eine wichtige Position gewesen. Oder jetzt der Stefan Siegfried, der seit längerem mein Goalie-Trainer ist bei ZSC. Dann hast du aber auch Head-Coaches, die sehr wichtig sind. Da mag ich mich speziell 2012, sind wir das erste Mal Meister geworden. Haben wir den Bob Hartley gehabt, das ist so ein Diktator von einem Trainer. Und der hat wirklich also mit so Mental Games geschafft. Und mir tut das eben noch gut. Darum habe ich auch so einen Konkurrenzkampf noch gerne. Ich habe gerne, wenn ich so ein bisschen gestichelt werde. Und brauchst du das fast ein bisschen? Ja, und der hat das sehr gut, also wirklich gewusst, hey, wenn du nicht besser spielst, spielst du einfach nicht mehr. Dann wirst du ja nie mehr Hockey spielen. So also in die Art, also sehr extrem. Das ist brutal.
Ja, aber mir hat das auch viel so gehört über psychische Misshandlung im Spitzensport. Also gehört das ein das Kapitel. Ja, also ich möchte ihn jetzt da nicht in so irgendwie einen Case eröffnen. Deine Chance, jetzt Schlagzeilen zu produzieren. Nein, also es ist, mir hat das sehr gut. Also du brauchst das auch ein bisschen. Lukas, es ist lässig, mit dir zu reden. Zum Glück hat das Medientraining nicht allzu viel abgefärbt und hast doch noch Haufen erzählt. Merci vielmals, dass du Gast bist heute. Danke. Mensch Rohr, Lukas Löhler, ZSC Goalie, ZSC Lions Goalie, meine Damen und Herren. Mensch Rohr gibt es wieder in einer Woche auf dem Kanal. Bis dann. Tschüss zusammen.